Hey Freunde und willkommen zurück zu Dark Souls, Aggressive Souls of Doom, der Verdammnis der Totenbeschwörung. Was? Was wollte ich jetzt eigentlich machen in diesem Part? Genau, in diesem Part sind unser Ziel, The Four Kings. Und ich werde versuchen, auch noch einen weiteren zu töten, ich weiß nicht wen. Ich werde da auch auf jeden Fall durchrennen. Zu den Four Kings. Mich nicht lange dort aufhalten mit den ganzen Typen. Ja, das sage ich jetzt, ja, mit der Aggressive Mod. Nicht lange aufhalten mit Gegnern. Ja, hast du noch so einen Witz auf Lager? Ja, Spartan, ich hab's an. So, ich habe die Aggressive Mod jetzt wirklich an. Ich hab's tausendmal überprüft, das ist ja unglaublich. So. Alles klärchen. Ja, und ihr wisst genau, die Four Kings sind ja feuerempfindlich. Genau, da habt ihr recht. Da ist es jetzt keine so große Herausforderung. Aber die Herausforderung ist, dass es nicht so gut gelevelt, das Katana. Egal, wir kämpfen jetzt mit dem Katana gegen die Four Kings und werden glücklich sterben. Ich hoffe, siegen. Ich habe lange nicht mehr gegen die gekämpft. Ich darf auch nicht vergessen, den Ring am besten anzuziehen, ne? Nicht den Ring, sondern wir brauchen Bund des Artorias. Mit dem können wir über den Abgrund schreiten. Wow. Welchen Zusammenhang hat das denn jetzt genau? Hat Artorias die vier Könige getötet und die sind jetzt hier unten? Ich weiß es nicht. Nehme ich auf? Ja, ich nehme auf. Alles klar. Ja, ich werde jetzt hier ein bisschen durchrasen. Ein bisschen die Kleidung hier ansehen. Schön, schön. Weil wir ja natürlich ganz vieles vorhaben. Mit dem Co-op Souls kommt ja bald. Und dann kommt noch mein Extreme Dark Souls. Bald kommt auch Dark Souls 2. Es ist bald soweit. Ah, schön. Ich freue mich schon so richtig drauf. Wir brauchen dich nicht. Wir brauchen... Na, wo sind die? Wanderfluch, genau. Zack. Und die müssten doch jetzt da auftauchen, wenn alles gut geklappt hat. Na, ja, da sind sie schon. Genau, die Mod ist an. Bam! Wir könnten hier auch noch die Riesenglut holen. Aber das machen wir, nachdem wir Dingenskirchen besiegt haben. Dingenskirchen, ah, Helmut, Horst, Peter und Chantal. Ja, einer der Four Kings heißt Chantal. Da. Oh nein! Ah! Oh. Scheiße. Wisst ihr, was das Problem ist? Es ist noch eine Mod an, obwohl sie gar nicht an ist. Und. Oh nein. Ja, mal eben schnell durchrennen, ey. Ah! Scheiße, ey. Folgende Mod ist an. Die Phantom Gravelord Mod. Oder Gravelord Phantoms Mod. Die bleibt an, obwohl man sie ausschaltet. Das ist irgendwie ziemlich doof. Also die bleibt ganz kurz für einen Moment, bis man stirbt, glaube ich. Also nie. Also die bleibt für immer. Meinte ich damit. Ah, die können durch, die können durch, die können durch. Oh Gott, was mache ich hier? Und runter da. Wow, es laggt, es laggt. Ich glaube, weil ich die ganzen Gegner angelockt habe. Nice. Okay, wo sind die Four Kings? Ich hoffe, die Geister von oben kommen jetzt nicht hier rein. Das ist natürlich auch richtig witzig. Wo? Da! Komm her, Kumpel. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie dein Angriffsmuster ist. Aber auf jeden Fall irgendetwas mit angreifen. Ja, klar. Ich mache ja gar keinen Schaden. Ja, das war ein AOE-Angriff. Warte, nur mal als Vergleich. Wie viel macht meine Lebensjagdsense, die ich jetzt nicht ausgerüstet habe? Das war ja klar. Ich habe keine Chance. Ich werde keine Chance haben. Einer ist tot, super. Das ist einer zu viel, war meine Güte. Autsch! Keine Chance, ey. Herausforderung.
ist ja gerade neben mir gespawnt. Scheiße, ey. Und da kommt schon der nächste. Roll doch! Ist gut, wenn der andere da hinten nichts macht, dann bin ich glücklich. Oh, der hat mich. Scheiße. Oh, Kacke. Ich habe gerade 3 Kings beschwört. Das läuft ja prima, prächtig. Ich kann aufgeben, das wird nichts. Also, dass sie so wenig Schaden macht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und warum ich jetzt Schaden bekomme, weiß ich auch nicht. Und wie ich das überlebt habe, frage ich mich auch gerade. Ich bin ja in der Hoffnung, dass wenn man den anderen nicht anguckt, dass er nicht angreift. In irgendeinem Spiel war das ja so. Komm schon, das könnte ich doch noch schaffen. Nice! Doch noch geschafft. Oh Mann. Ich hab sofort gewusst, wie scharf ist. Moment, die Kerl muss ein bisschen. So, zack. Ja, ein bisschen so. Perfekt. Nice. 4 Kings besiegt. Mit dem Feuer Uchigatana. Genauso wie ich es wollte. Das ist doch schön. Ach ja. Menschlichkeit. Nice. Oh, wir haben es geschafft. Ich hätte es echt nicht gedacht. So, zack, pass auf. Wir teleportieren uns jetzt mal irgendwo hin. Zum Feuerbandschrein. Und wir könnten ja als nächstes Nito besiegen. Aber worauf ich gar keinen Bock habe, ist dieser Sief, Saf, Suf, Saf. Ich verwechsel die beiden immer. Mit dem Hund und mit diesem Drachen. Aufsteigen, ja. Mehr Leben auf jeden Fall. Viel mehr Leben. Und viel mehr Kondition. Ja, machen wir es so. Zack. Sehr gut, jetzt darf ich auch mit meiner Lebensjagdsense kämpfen. Oder ist es gestaltet? Ich hoffe doch. Wo ist die? Meine süße Lebensjagdsense. Ich brauche Stärke. Oh nein. Oh nein, ich brauche Stärke. Haben wir noch ein paar Seelen, die wir ploppen können? Seele Ritter. Na, das reicht wahrscheinlich nicht. Nee, das reicht auf gar keinen Fall. Feuerkatana weg. Und Sense nehmen. 7 Menschlichkeit, komm, die benutzen wir jetzt einfach mal hier. Ach, genau, wir müssen ja die Seelen da unten wegbringen und dann können wir mit unserer Menschlichkeit das Leuchtfeuer entfachen. Genau so war das. Machen wir mal ganz schnell. Das geht doch einfach so, oder? Jupp. Genau, und wir können ja hier Havels Ring benutzen. Ganz vergessen. Havels Ringchen. So, 2 Seelen haben wir jetzt, oder? Nee, bis jetzt haben wir... Nein, nur die 4 Kings besiegt. Genau, nur die 4 Kings. Zack. Oh Gott. Wie kommt wieder hoch? Teleportieren. Mist. Ja, ich überlege gerade, wie wir es machen und was so alles auf mich zukommt. Wovor ich Angst habe, ist natürlich dieses Bad of Chaos da unten. Diesen ganzen Riesengegnern. Aber das spare ich mir, glaube ich, auch. Wir werden jetzt erstmal runter zu Nito rasen. Ja, rasen. Werden da nicht alles machen wieder.
Mal schauen, ob wir es hinbekommen. Ah, genau, ich wollte es entfachen. Einmal kann man es ja. Hä, wieso nicht? Ah, genau, wir brauchen ja das Ritual von diesem Nito da. Diesen Gegner, der davor kommt, dieser mit den ganz vielen Masken. Ich weiß seinen Namen nicht. Aber den brauchen wir ja, genau, der droppt das ja. Ah. Komm schon, beweg dich. Zacki, zack, zack. Es ruckelt ein bisschen. Das ist nervig. Ich habe eh das Gefühl, mein PC gibt irgendwie seinen Geist auf. Zu langsam. Manchmal. Manchmal auch nicht. Vielleicht brauche ich immer noch Kaffee. Habe ich mir gedacht und ihm auch Kaffee gegeben. Übergeschüttet. Hat irgendwie komisch gerochen. Aber, naja, er ist jetzt wach. Er ist wie auf Blitz. Auf Zack. Blitz, das wäre witziger. Wegen Funken und so. Weil er dann Funken und dampft. Und verstehst du? Der Witz ist gut. Ja. Okay. Dann wollte ich mir auch was anderes holen hier. Ich wollte eigentlich das andere Schild. Scheiße. Egal. So. Dann vorbei an den Gegner. Ich habe den Sprung noch nie geübt. Ne doch, wir haben es doch einmal gemacht, oder? Aber ne, einen anderen Sprung. Ich habe den Sprung öfter mal gesehen. Bei diversen Speedrunnern. Und ich hoffe, das klappt auch so, wie ich es mir vorstelle. Und tschüss. Wir alle sterben gehen. Und jetzt kann man da runterspringen. Genau. Und hier kann man auch jemanden beschweren. Ich weiß nicht mehr wen. Paladin Leroy, genau. Na komm, den beschweren wir einfach mal. Und dann räumt er da ein bisschen auf. Zack, da hinten der Ritter kommt auch schon auf uns zu. Leroy, den bekämpfen wir ja auch gleich später. Ich weiß gar nicht, warum er böse wird. Und welche Rolle er spielt. Aber Leroy! Leroy Jenkins! Tu, was getan werden muss und besiege alle Gegner für mich, damit ich sie nicht töten muss, damit ich nicht sterbe. Los! Los! Sehr gut. Fast die Gegner. Das habe ich auch gesehen bei einem Speedrunner, Lobos Jr. Der hat diesen hier benutzt. Oh nein. Oh nein. Der hat diesen hier benutzt, also der wollte einen Shield-Only-Run machen, also nur mit Schildern kämpfen. Und wollte halt dieses Schild von diesen Leuten hier. Und hat dann ihn für sich kämpfen lassen einfach. Das ging natürlich besser ohne... Der ist tot. Der ist tot! Super Hilfe! Super Hilfe, echt! Na gut, vielleicht sind die ohne Aggressive-Mod halt ein wenig besser drauf. Der hat auf jeden Fall Leroy dafür genutzt, dass er die besiegt. Dann hat er gehofft, dass die Gegner droppen, dieses Schild droppen, damit er nicht besiegen muss. Leroy! Verstehst du? So, zack. Warum mache ich das? Wir bekommen doch jetzt eh Fallschaden. So, und los. Besiegen wir mal das Feuerrad. Der Gegner, ich weiß nicht. Ich hatte richtig Angst vor dem Gegner. Und dann, als ich den ersten Schaden gemacht habe, dachte ich mir, was zum Teufel ist das? Aber die Musik fand ich sehr gut. Konnte ich nicht lange genießen. So, Kunst des Entfachens haben wir. Und Maske des Sprösslings. Genau, das gibt uns noch ein wenig... Ach komm, brauchen wir nicht. So, Heimkehrknochen haben wir jetzt. Und jetzt rasen wir mal da durch ohne Licht. Scheiße. Oder haben wir... Hat eine Lampe gedroppt? Scheiße. Wir haben eine Schädellaterne. Sehr gut. Passt's, ja. Hier hätte ich auch mal ein bisschen rumgeübt, da schnell runterzukommen, weil mich das irgendwie richtig aufgeregt hat. Na, wo seid ihr? Hä, wo ist der? Ach, die fallen schon alle runter. Süß. Oh Mann, das wird hier echt gefährlich. Das wird hier echt gefährlich. Man kann hier nämlich irgendwie runterspringen. Mit Anschwung. Und dann landet man da schon irgendwo... Oh, da ist ein Beschwörungszeichen. Sehr schön. Können wir vielleicht mal einen anderen Spieler gleich rufen. Upsi! Oder war das hier mit dem Runterspringen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kann man mit dem Sprung direkt auf so einem Ding hier landen. Und dann einfach runter. Düsen! Düsen! Auf diesen hier.
Dann düst man hier so runter. Zack, zack, zack. Was ist das denn hier? Wieso? Wieso bin ich nicht geslidet? Und zum Leuchtfeuer runter. Und zum Leuchtfeuer runter. Wo geht's jetzt zum Leuchtfeuer? Wo geht's jetzt zum Leuchtfeuer? Ich hab's vergessen. Da ist das Leuchtfeuer. Puh. Hätten wir das mal auch geschafft. So, und jetzt können wir es entfachen. Auf plus 15 sogar. Oder auf plus 20. Stimmt, das hat gar nichts damit zu tun mit diesen Herrscherseelen. Stimmt ja. So, schaffen wir diesen Part noch, Nitro? Ich hoffe doch. So. Ja, gehen wir mal hoch. Runter müssen wir jetzt nicht unbedingt. Auf plus 15 haben wir es jetzt. Ja, passt doch perfekti. Und jetzt müssen wir den ganzen Hunden vorbei. Wo ist der? Scheiß Ding. So, okay. Und dran vorbei. Einfach dran vorbei. Wir könnten auch den silbernen Schlangenring holen. Ein andermal. Brauchen wir jetzt nicht so sonderlich dringend. Sind die eh schon overpowered? Der silberne Schlangenring bringt uns mehr Seelen von Gegnern. Hey! Ja, immer wieder gerne. Oh Gott, wo konnte man nochmal runterspringen? Ich traue mich gar nichts mehr. Hey, du Typ, lass mich in Ruhe. Ich weiß nicht, wo ich hier hinrenne. Schwarzritter, nice. Aber hatten wir doch schon mal, oder? Von dem anderen, von wo das Graswappenschild ist, von dem haben wir auch diese Schwarzritter-Hellerbarde bekommen. Yes, geschafft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Werde ich verfolgt? Nein, aber ich höre hier was glitzern. Und den Paladin kommt, den besiegen wir auch mal. Aber wir nehmen jetzt mal eine andere Maske, und zwar die des Sprösslings. So brauchen wir nicht mehr das Schild, damit sich das alles regeneriert. Alles klar, Kumpel, komm her, wo bist du? Sehr schön, komm her, und jetzt? Kontern! Bam! Oh! Weil ich das nur mit zwei Händen tragen kann. Ups. Dann machen wir das Ganze nochmal. 919 Schaden. Mach's gut, Kumpel. Du hast mir nichts gebracht. Und jetzt habe ich dir was gebracht. Den Tod. So, was haben wir bekommen? Menschlichkeit. Ach. Das nervt so, dass dieses immer aufblendet. Könnte man doch nur einmal kurz einblenden oder wegklicken. Jetzt haben wir bestimmt irgendwie was Tolles bekommen, aber ich weiß nicht, wo es. Da war doch noch etwas. Irgendwas Drittes. Naja, egal. So. Auf zu Nito. Oh, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß, gegen Nito zu kämpfen. Da braucht man echt Glück. Ich hätte mich auch wieder besser vorbereiten sollen. Autsch. Eigentlich. Nein! Das gibt's doch nicht! Oh nein! Dann machen wir Nito im nächsten Part, okay? 59.000 Seelen habe ich gerade verloren. Und wenn ich die jetzt nicht wiederhole, ich werde das nie im Leben nochmal überleben. Wir müssen uns durchkämpfen. Ich traue mich das nicht mehr. Jetzt hat es mich eingeschüchtert. Ich will die nicht verlieren. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss.